Langsam werde ich echt low on Heilzeug. Dann hoffe ich wenigstens, dass der Trick beim anderen Endboss klappt. Ja, theoretisch müsste doch die Zeit auch weitergehen, wenn du auf sie schießt. Also theoretisch müssten sie sich so oder so irgendwann selber aufspießen. Ja, deshalb. Oder ist durch das Schießen dieses Warteende nicht möglich? Doch, du musst die beiden ja anschießen. Du musst die beiden, also so habe ich es gelesen. Du musst die beiden anschießen, um den Kampf Bereitschaft zu signalisieren. Verdammte Kacke. Dann ist der Zeit ja jetzt wirklich um. Deshalb. Also. Und verdammte Kacke nochmal. Die sind so. Ey, fucking damn it, ey. Problem ist, wenn ich so rund laufe, sehe ich die kaum. Ich darf keine scharfen Turns eigentlich machen. Wie lange leben die Wichser denn? Das Gute ist, die Arbeit. Ja. Das Gute ist, die schießen nie. Ach, die schlagen nie zusammen. Also, wenn der eine schlägt, hast du erstmal gefühlt ein paar Sekunden Pause, bis der andere ankommt. Aber da die Kamera gerade nicht mein bester Freund ist. Oh fuck! Wieso starte ich den? Wieso habe ich ihn direkt vor dem jetzt an? Damn it. Ich habe gerade so eine lustige Karikatur von Pyramid Head gefunden. Da ist so eine Uhr, auf der steht an allen Stellen, wo die Zahlen stehen, Rape, 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 Rape. Und darunter ist Pyramid Head und da steht, Good Heavens, just look at that time. Ja. Rape, rape. Ich wette mit dir, ich verballer wieder so viel Munition dafür. Aber was soll ich machen? Kommst klar? Ah, alles super, alles ist super. Ich bin auf der Höhe Leute, meiner geistigen kann sich nur noch Kompetenz. Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Es ist wirklich nur noch eine Frage der Zeit. Weißt du, was witzig wäre? Wenn ich jetzt so nochmal 60 Minuten kämpfen würde. Ich kämpfe jetzt nämlich seit knapp 10 Minuten. Also je nachdem, wenn das jetzt noch eine halbe Stunde dauert, dann glaube ich, machen wir heute Nacht einfach nicht fertig. Dann machen wir den Rest nochmal. Ja, aber. Oder machst du ihn allein? Kommt danach jetzt auch nicht mehr, ohne jetzt groß spoilern zu wollen, aber so viel kommt da nicht mehr. Und wenn der. Ja, je nachdem. Und der Trick beim zweiten Endboss dauert ja noch 5 Minuten, um rauszufinden, ob es klappt oder nicht. Fuck, der Wicht hat mich noch mit seiner scheiß Spitze. Diese Arschlöcher. Ja, ernsthaft? Na, geht hier schon die Munition aus? Geht hier schon die Munition aus? Nee, Munition ist kein Problem. Heilzeug ist jetzt eher gar mein Problem. Denn, ich darf mich von denen so oft nicht treffen lassen. Aber es fuckt, wenn du keine zwei Schüsse machen kannst, ohne dass du danach wieder fast abgespießt wirst. Wieso bin ich jetzt schon wieder auf Rot, verdammt? Was hab ich denn gemacht? Alter. Die Lage spitzt sich zu. Ja, super. Spitzen.
Wo kommt der denn schon wieder her? Du Arschloch. Lass mich einfach in Ruhe. Er klebt an deinem Arsch. Ja, juhu. Ey. Der habe ich mit seinem scheiß Stift doch gerade mal nur berührt. Ich würde jetzt gerne eine Ampulle verwenden, aber ich bin mir nicht sicher, dass das Ding wirklich, mir für kurze Zeit Unbesiegbarkeit verleiht. Ja, du bist auch nur du, ey. Kommt jetzt! Ey! Ich hasse euch, ehrlich. Und jetzt, ich habe mich gerade voll geheilt, bin einmal aufgepikst worden und bin jetzt schon wieder auf fast auf dying. Ich habe gelesen, recommended hierfür wird die Shotgun. Aber jo. Das kann ich eigentlich vollkommen vergessen, wenn ich ehrlich bin. Naja, bei der Pistole darfst du nicht erwarten, dass es schnell geht. Nee, hatte ich auch nicht erwartet. Ich habe bald 100 Kugeln verballert. Der erste Pyramid hat schon so viel Stück. Der erste Pyramid hat, glaube ich, auch so. Oh fuck. Ja, war klar. Der erste Pyramid hat auch so 70, 80 Kugeln locker geschluckt, deshalb klar. Und das war's wahrscheinlich. Ne, ich leb noch. Große Überraschung. Aber auch nur ganz, ganz knapp. Ich nehme mal eine Ampulle. Was ich jetzt mache? Kannst du dich ja theoretisch eine Weile vor ihm hinstellen jetzt. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Ich will es eigentlich jetzt nicht ausprobieren. Aber ich nehme jetzt das Jagdgewehr. Ich mach einen. Now he's scared. Mach einen Schuss. War schon mal eine doofe Idee. Bist du verletzt worden? Ja. Beim zweiten aber nicht jetzt. Jetzt aber. Weil ich doof bin. Und weil James langsamer rennt, wenn er verletzt ist. Damn. Ja, du siehst, wie super ich gerade dran bin. Weißt du, hätte ich wenigstens, sagen wir mal, so eine Art Minimap. Weißt du, was ich meine? Was für eine Minimap? Dass ich ungefähr wüsste, wo die beiden... Bam, fuck. Shit. Dass ich ungefähr wüsste, wo die beiden positioniert sind. Was war das denn jetzt, James? Du hast wirklich super Arbeit geleistet gerade. Nicht super in die Ecke geschafft. Fuck, ey. Du wirst geraped. Ja, massiv. Was soll ich machen? Keine Ahnung. Besser anstellen. Ja, du Scherzkeks. Ich hab den Safe ja noch. Ich lass den Safe, dann machst du das mal. Tja, Andy. You fucked. Sure. Jetzt knallt er noch gegen die Wand, ey. Herzlichen Glückwunsch. Ich würde sagen, das wird ein großer Cut, bis du es dann mal geschafft hast. Wenn du gleich verrecken solltest. Ja, das wäre echt super. Was war das denn jetzt? Habt ihr gerade gesehen, wie der lang geskatet ist? Boah, Junge, stirb doch einfach. Meine Fresse. Ich versuch's jetzt mit Shotgun und einem Schuss. Boah, ja, lauf noch gegen die Wand, ey. Ich krieg bei den 2 Sekunden so die Krätze. Du darfst ruhig fluchen. Ich mach sie nicht. Ja, wir haben zwei noch zu, meine, ich hab doch gerade die letzte Ampulle genommen. Wieso bin ich jetzt schon wieder auf Rot? Leute, was soll der Crap? Ernsthaft. Das macht das Ende echt nochmal spannend. Ich bin schon wieder getroffen. Schieß lieber nicht mehr so viel. Ich bin schon wieder getroffen. Ja, ich. Aber 2 Schüsse muss ich mindestens haben. Naja, wenn du einen machst, wirst du vielleicht nie getroffen. Ja, aber. Wenn du 2 machst. Ja, gut, du schätzt das ein, du hast die Heilmittel.
Sobald ich ihn einmal getroffen werde, muss ich auf zwei Schüsse gehen. Ansonsten habe ich relativ wenig Chance. Meine Fresse, ich hätte nicht gedacht, dass das nochmal so abfuck wird. Ich hatte einfach gehofft, dass das klappt mit den Mitteln, dass ich den Kampf so ein bisschen umgehen kann damit. Ich hoffe, ich war für dich, dass der Endkampf wirklich so leicht wird. Ja, ernsthaft. Ich habe mittlerweile kämpfe ich auch jetzt schon knapp eine halbe Stunde. Hey, scheiße, ey. Glaub mir, es macht keinen Spaß mehr. Ich glaub's dir, ich weiß, wie lange du schon rumrennst. Ein Glück habe ich mir den ganzen Kram aufgespart. Aber im Hotel waren jetzt auch nicht viele Gegner, oder? Im Hotel war zum Glück kaum was. Und war nur diese Mannequins, die da im Weg rumstanden, ja, oder keine Waffen hatten? Ja, die waren dann so. Das Einzige, was mich wirklich abgefuckt hat, war das Krankenhaus. Das war ziemlich heftig. Da kam ich wirklich auch irgendwann. Ja, das war hardcore, ja. Die Schwestern haben nicht so geraped. Ja, die. Du hast ja gesehen, wie lange ich da auf eine schießen musste, bis sie tot ist. Ja, und wie schnell du tot warst. Ja. Ja, die waren echt so stark wie Pyramid Head fast. Ja. Ich habe mittlerweile 130 Schuss verballert. Also 130, 140 meine ich, müsste ich jetzt ungefähr bei sein. Ich habe noch ein mittleres Heilmittel, das war's. Ich habe richtig viel verloren bei dem Kampf. Und sollte es jetzt nicht klappen, werde ich den Glitch versuchen mit dem Messer an der Wand. Würde ich jetzt aber nicht probieren. Hatte ich jetzt auch nicht vor, jetzt wo ich schon so weit drin bin. Fuck, ich wusste, dass er mich drin. Ich wusste, dass er mich kriegt. Dazu war ich zu beschissen gelaufen. Ich sag's, ich verreck daran, dass ich kein Heilmittel mehr habe. Makes sense. Aber ein Instant Kill bei dem Ding wäre echt ekelhaft. Ich muss echt gucken, dass ich nur. Da hast du gerade gesehen, ich habe nicht mal die Chance, einen Schuss zu. Ich muss mein letztes Heilmittel jetzt benutzen. Sonst bin ich tot beim nächsten Schlag. Noch knapp 80 Kugeln, die ich habe. Ich konnte. Problem ist, ich komme ja nicht voran mit nur einem Schuss. Ich soll auch schon mal James Grab, denn da wird er sich gleich reinlegen. Ich denke auch. Also nur zwei Schläge halte ich maximal noch aus, dann war's das. Aber du siehst, ich baller Gott wie ein Bekloppter und die ziehen mich so schnell so runter. Problem ist immer, wenn ich ins Menü gehe, um nachzuladen, haben die nochmal zwei Sekunden Zeit, wo sie mich abschießen können. Weil ich dann keinen Bildschirm habe, auf dem ich spielen kann. Vielleicht solltest du erst wegrennen und dann das Menü öffnen. Hä? Vielleicht solltest du erst wegrennen und dann das Menü öffnen. Mach ich ja meistens auch. Und nachladen. Okay. Ich versuch's auch meistens auf einer geraden Strecke zu machen. Alter Schwede, ey. Du kannst dir vorstellen, wie geil meine Laune ist. Mhm. Du resignierst schon. Ich hab schon. Der langen Zeit. Ja. So. Weißt, ich dachte. So. Oh fuck. Der Schlag kriegt mich. Das hab ich schon gedacht. Mein Controller vibriert gerade sehr hart.
Oh. Es liegt hart in deiner Hand, ja. Ja. Aha. Come on. One last bad joke. Also ein Schlag und ich bin tot. Ernsthaft. Sieht man auch jetzt links oben an dem Icon, glaube ich. Ich habe auch nichts mehr zu heilen, überhaupt nichts mehr. Du könntest jetzt verzweifelt nur um dein Leben rennen. Ja. Ach, hast du auch keinen Bock mehr drauf, wa? Ich habe jetzt keinen Bock drauf, noch mal eine halbe Stunde durch die Gegend zu laufen. Nur damit es dann wieder nicht klappt, weißt du? Dann, just do what you have to do. Ich habe überlebt, aber... Einmal nach links schauen. Ich bin im Prinzip tot. Problem ist, ich sehe die beiden nicht. Ich kann also nicht einschätzen, wann ich stehen bleiben sollte. Ich bleibe einfach immer aus Gefühl stehen, ziele, mache einen Schuss und guck dann, wann die kommen. Ich muss hier wirklich nach Gefühl gehen, weil das ist echt scheiße. Und ich fühle mich gerade wirklich in der Position, wo ich mich rechtfertigen muss. Das war's für mich. Nein, Glück gehabt. Nachladen. Muss ich zwar nicht, aber ich mach's lieber mal. 150 Pistolenschüsse, ey. Na, das war's. Bin tot. Alter. Bis zum nächsten Part.